So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich will euch heute was über Einhandmesser erzählen und den Paragraphen 42a Waffengesetz. Diesen hier. Ich will ausdrücklich kein Video machen, was den ganzen Paragraphen betrifft, weil dazu gibt es so viele Videos schon. Das mag ich einfach dann nicht machen. Da sehe ich dann keinen Sinn drin. Ich habe ja das eine Video gemacht, was auf großes Interesse gestoßen ist, wo ich erkläre, warum ein Einhandmesser keine Waffe ist und ein Springmesser eine Waffe ist. Das war mir von vornherein klar, dass ich da sehr viele Kommentare bekommen werde von Zuschauern, die das mit dem 42a verwechseln. Das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt, weil man diese Regelungen parallel betrachten muss, wie auch die Verbote. Die Einstufung als Waffe ist was anderes wie die Einstufung als 42a Gegenstand und die Einstufung als verbotene Waffe. Das sind getrennte Paar Schuhe, die muss man parallel betrachten. Und erst wenn man alles parallel betrachtet hat, bekommt man Ergebnis der rechtlichen Prüfung. Genau, ich will heute kein umfangreiches, ausführliches Video über den 42a machen. Dazu gibt es unzählige Videos. Schaut euch die an. Ich will euch heute die Sachen erzählen, die ganz oft gefragt werden. Und dazu habe ich euch ein bisschen was hingelegt. Fangen wir an mit einer Frage, die regelmäßig kommt. Ich habe ein Multitool mit einem Einhandmesser drin. Unterliegt das dem 42a? Ja, auf alle Fälle. Es ist verboten, Messer mit einhändig feststellbarer Klinge zu führen. Da gibt es keine Ausnahme für Multitools, egal wie sie aussehen. Ein Messer mit einhändig feststellbarer Klinge. Hier ist die Verriegelung. Da sind wir beim nächsten Punkt. Es gibt unzählige Varianten. Der Messermarkt ist voll. Es gibt Tausende. Tausende Modelle. Und da gibt es ganz viele, die dann ganz unterschiedlich sind, wo es BKA-Feststellungsbescheide gibt, wo es keine Bescheide gibt, die sich in Graubereichen bewegen. Wenn die Verriegelung hier weg ist, dann ist es nicht mehr feststellbar. Oder wenn ich zum Verriegeln die zweite Hand bräuchte, dann wäre es nicht mehr einhändig feststellbar. Da gibt es unzählige Varianten, auf die will ich gar nicht alle eingehen. Also, ja, ein Multitool mit einer Einhandklinge unterliegt dem Paragraphen 42a. Ihr braucht ein berechtigtes Interesse dafür oder Transport im verschlossenen Behältnis. Nächste Frage kommt so oft. Ich bin Sanitäter oder Feuerwehrmann. Darf ich ein Rettungsmesser im Auto haben? Nein. Ganz klar, nein. Ich muss das aber relativieren. Die Frage ist berechtigt. Die Frage ist berechtigt. Gilt nicht für das Führen der Gegenstände, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt. Dieser Zusammenhang mit der Berufsausübung, das kann man ganz einfach runterbrechen auf, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist. Dann darf man das. Das gilt auch für den Elektriker. Das gilt für den Feuerwehrmann genau wie für den Elektriker. Er darf es bei der Arbeit und er darf es auf dem Weg dorthin, weil das der Zusammenhang damit ist. Und jetzt gibt es viele Aber und Graubereiche. Das soll nicht das Thema sein. So, warum darf ein Feuerwehrmann nicht mit diesem Messer im Auto rumfahren? Das ist eigentlich ganz einfach. Das könnte jeder behaupten. Jeder könnte behaupten, er hat das Rettungsmesser für etwaige Unfälle im Auto. Und das ist per Gerichtsbeschluss vom, ich denke, es war Oberverwaltungsgericht Stuttgart. Die haben das abgeurteilt, dass es nicht rechtmäßig ist, dass dieses Führen zu einem allgemein anerkannten Zweck immer einen bestimmten Grund haben muss.
und es für irgendwelche Eventualitäten nicht gilt. So. Gilt ein Cuttermesser als Einhandmesser? Wird ganz oft gefragt, total berechtigte Frage. Ich habe für die Unterrichte, die ich gebe, immer diese beiden dabei. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge. Dieses Cuttermesser ist nicht feststellbar. Dieses Cuttermesser ist feststellbar, einhändig. Jetzt ist es verriegelt. Also, das ist ein Einhandmesser. Das da nicht. Dass es jetzt bei einer Kontrolle relativ albern wäre, wenn ihr deswegen angezeigt werdet, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wegen sowas angezeigt werdet, wenn ihr es im Werkzeugkasten im Auto liegen habt oder sonst wo, ist sehr gering. Und wer dann extra genau so ein Messer im Seitenfach von der Tür liegen hat, um es als Selbstverteidigungswaffe zu benutzen, was sehr, sehr viele Leute tun, die haben absichtlich genau diese Messer zur Selbstverteidigung im Auto liegen. Der muss sich auch nicht wundern, wenn er dann selbst für so ein dämliches Cuttermesser angezeigt wird. So, Cuttermesser. Kommt drauf an, ob sie feststellbar sind oder nicht. Das nächste, ich atme tief und schwer, sind federunterstützte Klappmesser. Federunterstützte Klappmesser sind ein ganz blödes Thema. Da gibt es zwei gegenteilige BKA-Feststellungsbescheide. Das eine geprüfte Messer ist kein Einhandmesser, das andere geprüfte Messer ist ein Einhandmesser. Für diejenigen, die das nicht kennen, hier ist ein Knopf. Wenn man das ist Teil von der Klinge, wenn man die Klinge da drin rausdrückt, schnappt die auf. Ich demonstriere das mal so. Da wirkt dann einfach eine Feder und lässt das rausschnalzen. Der große Unterschied zum Springmesser ist, ein Springmesser hat eine Verriegelung, wo man eine Verriegelung lösen muss. Die sind reingeklemmt, sage ich mal. Die meisten BKA-Feststellungsbescheide geben absolut Sinn und sind aus meiner Meinung nach richtig. Nicht alle. Ich bin fest davon überzeugt, ein paar BKA-Feststellungsbescheide sind falsch. Wie zum Beispiel der für Soft-Nunchakus. Ist meiner Meinung nach glasklar falsch. Aber worauf ich raus will, ist, ihr werdet aus diesen beiden BKA-Feststellungsbescheiden nicht schlau. Ich werde es jedenfalls nicht und viele andere werden es auch nicht. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Führen von federunterstützten Messern. Und man kann es runterbrechen auf eine zweite Frage. Springmesser sind erlaubt, wenn sie sich seitlich öffnen und unter 8,5 cm Klingenlänge haben. So, ist ganz knapp drunter. Wenn jetzt das federunterstützte Messer unter 8,5 cm liegt, dann ist es im schlimmsten Fall ein Springmesser, aber ein erlaubtes. Und kritisch wird die Frage erst, wenn die Klingenlänge über 8,5 cm ist und ihr eine starke Feder verbaut habt. Dann wäre ich sehr vorsichtig. Ich würde mir sowas nicht kaufen. Federunterstützte Klappmesser sind rechtlich ganz schwierig. Da muss man wirklich sagen, das BKA hat mit diesen beiden Feststellungsbescheiden mehr Verunsicherung geschaffen als Klarheit. Ja. Und jetzt kommen wir mit diesem Messer, das ist ein Karambit. Kommt aus Asien, war zum Reisernten, genauso wie das hier. Zur nächsten Frage. Dieses Karambit, darf man dieses Karambit führen? Es hat unter 12 cm Klingenlänge. So, das ist wichtig. Das
betrachten ganz viele falsch, da tappen ganz viele in die Falle. Es ist verboten und jetzt wird es meistens darauf begrenzt, Messer mit, also Einhandmesser und feststehende Messer mit über 12 cm Klingenlänge. Es gibt aber eine dritte Art von Messern, die hier reinfällt. Und das sind die Hieb- und Stoßwaffen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Das verstehen ganz viele falsch. Es sind auch viele Händler, die das falsch verkaufen und die Kunden falsch beraten. Sollte ein feststehendes Messer unter 12 cm eine Waffe sein, darf es auch nicht geführt werden. Das BKA hat entschieden, Karambitmesser sind Waffen. Schaut euch dazu mein Video über die 2b-Gegenstände an. Das ist Waffenrecht für Fortgeschrittene. Da findet ihr, da erkläre ich, was eine Waffe ist und was nicht. Das BKA hat festgestellt, ein Karambitmesser ist eine Waffe. Daher darf dieses feststehende Messer unter 12 cm nicht geführt werden. Das ist ein Einhandmesser. Zusätzlich ist es also ein Karambit. Ist auch eine Hieb- und Stoßwaffe. Ich werde jetzt in allen meinen Videos absichtlich Blutrinne sagen, um die Sprachpolizei zu triggern und dann mit Kommentaren Clickbait zu betreiben. Nein, Quatsch. Dieser Dolch, diese Nachfertigung von so einem Geheimdienstdolch aus dem Zweiten Weltkrieg mit Dreikantklinge, hat eindeutig unter 12 cm Klingenlänge, ist aber eine Hieb- und Stoßwaffe. Glasklar, er darf nicht geführt werden. Genauso wie das. Jetzt schaue ich mal. Ich habe noch ein... Ja, hier habe ich es. Das ist ein Messer, was mich ganz viel begleitet hat, wo ich etwa 18, 20 Jahre alt war. Das ist so ein bisschen Grenzfall. Columbia River, Stiff Kiss. Das hat viel mitgemacht, deswegen ist es hier so ein bisschen rund geschliffen, aber es hat eine Tanto-Klinge. Da stellt sich jetzt die Frage, ist das eine Waffe oder nicht? Ich tendiere dazu, es ist eine Waffe. Eine Tanto-Klinge hat, Tanto-Klingen zerschneiden mehr Gewebe, wenn damit gestochen wird. Allen Tanto-Klingen die Hieb- und Stoßwaffeneigenschaft nachzusagen, wäre etwas übertrieben. Da muss man dann auch auf die Herstellerbestimmung achten, wofür es beworben wird. Das ist sehr kompliziert, gibt es ganz viele Graubereiche. So. Gut. Bei diesen ganz häufigen Fragen bin ich durch. Jetzt will ich noch kurz was ausführen. Gilt nicht für die Verwendung bei Fotofilmen und Fernsehaufnahmen. Da denken ganz viele, das würde nur für irgendwelche Fernsehproduktionen gelten. Nein. Der YouTuber, der mit seinem Einhandmesser in den Wald fährt und im Wald ein Video macht, wo er sein Einhandmesser vorstellt, darf das. Glasklar, steht da drin. Ich hatte, das füge ich gerade noch an, einen sehr guten Kommentar. Ich habe mich mit einem Zuschauer ausgetauscht, gestern erst, weil er eine Frage zum Führen von Einhandmessern hatte. Beim Hundegassi führen. Und dann hat er gesagt, naja, ich muss ja eventuell die Leine kappen vom Hund. Das war eine sehr gute Sache. Er hat den konkreten Anlass. Er hat das Messer nicht einfach so dabei, sondern er hat den konkreten Anlass, er ist mit dem Hund draußen, den Hund muss er losschneiden eventuell. Eine super Argumentation. Genau. Gilt nicht für den Transport in einem verschlossenen Behältnis. Das ist immer meine Empfehlung. Geht da kein Risiko ein? Niemand hat Lust auf so eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die schnell mal 100 Euro kostet und das Messer ist weg. Im Waffengesetz ist die Einziehung in der Regel vorgeschrieben bei Verstößen beim Transport in einem verschlossenen Behältnis. Und an dieses Behältnis gibt es keine
Anforderungen. Es muss halt verschlossen sein. Jetzt kommen wir zum nächsten. Es gibt sogar ein Video vom Rechtsanwalt, der das falsch sagt, auf YouTube. Das ist geschlossen. Das ist nicht verschlossen im Sinne des Waffengesetzes. Eine Hosentasche mit einem Reißverschluss oder so eine Tasche mit einem Reißverschluss ist nicht verschlossen im Sinne dieses Gesetzes. Auf keinen Fall. Das steht in der Verwaltungsverordnung ganz klar geregelt. So, ihr packt das da rein. Besorgt euch so ein Schloss und macht es zu. Und jetzt ist es verschlossen. Eine Zahl verstellt, es ist verschlossen. Ich habe mal ein hervorragendes Fingerabdruckschloss, das hat sehr zuverlässig und sehr schnell reagiert. Ist leider jetzt kaputt gegangen, muss ich mir mal ein neues besorgen. Aber das funktioniert genauso gut. Und wer zum Beispiel ein Rettungsmesser im Auto haben will, der kann sich auch einfach so ein super billiges Schloss da dran machen und das einfach abreißen. Da kann man das irgendwo anbinden, hier macht man einen Griff dran. Und es hat mal locker abgerissen, mit kleinem Kraftaufwand. Das ist erlaubt. Es wäre sogar das Einschweißen in Folie erlaubt, aber das ist ein bisschen zu theoretisch. Und ja, die habe ich mir erst die Tage gekauft. Die sind, um es in den Rucksack reinzukletten. Die haben jetzt hier nichts, wo man den Zipper hier dran machen kann. Aber da kann man sich ja was befestigen. Da kann man einen Schlüsselring ranmachen oder sonst was. Und dann hier das Schloss dran machen und sich das in die Jackentasche kletten, in den Rucksack kletten, an die Seite vom Auto, von der Fahrradtür kletten und, und. Ich würde das einfach so machen. Das geht mit so einem Kofferschloss super einfach und man umgeht diesen ganzen Mist ganz einfach. Das ist jedenfalls mein Rat immer an alle. Ich hoffe, wie immer, das war hilfreich. Hilft euch weiter, erklärt ein bisschen was zu dem sehr komplexen Waffenrecht. Und ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut und bis demnächst. Ciao.